Hallo ihr Lieben, hier ein ganz, 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 ganz kleiner Mini-Mini-Mini-Beauty-Haul. Ich war gestern im DM und habe mir drei Produkte bzw. vier Produkte geholt. Vielleicht interessiert das eine oder andere Produkt und deswegen zeige ich euch, was ich gestern mitgenommen habe. Erst einmal brauchte ich Wattepads und ich hole mir immer diese hier, diese ganz großen, die benutze ich, um mit dem Toner übers Gesicht zu gehen nach der Reinigung. Die sind mir gestern ausgegangen. Oder halt zum Make-up entfernen. Anni, ich bin jetzt hier am Aufnehmen. Anni, komm mal her. Wir waren heute schon zweimal draußen. Anni, geh ab. Ja. Anni, komm mal her. Anni, Anni. Komm mal her. Mach dir Platz. Wie spät haben wir es denn? Erst halb eins. Komm mal her, Baby. Ja, die macht dich hier bequem. Okay. Alles gut. Okay. Möchte gern bei Mama bleiben, ne? Okay. Dann habe ich mir eine Gesichtsreinigungsbürste von Ebelin geholt. Die benutze ich, um mein Gesicht einmal so richtig zu durchbluten oder eben einmal so richtig durchzupielen. Mit der Gesichtsreinigungsbürste und mit einem Cleanser kann man dann damit eigentlich ganz gut arbeiten. Mache ich jetzt nicht jeden Tag, aber hin und wieder tut das der Haut doch ganz gut. Ich bin ja schon ein etwas älteres Häutchen. Das heißt also, meine Gesichtspartien hängen schon hier, Hamsterbäckchen. Und denen möchte ich so ein bisschen entgegenwirken, beziehungsweise ein bisschen um Zeit bitten. Das heißt also, bitte, liebe Hausbäckchen, Hamsterbäckchen, lasst euch Zeit. Noch nicht entspannt, noch ist es nicht so weit. Deswegen habe ich das hier mitgenommen. Das ist ein Gua Sha Massageschein aus Bergkristall. Das ist auch von Ebelin. Und der ist, denke ich mal, gut dazu geeignet, um ebenfalls die Durchblutung anzuregen. Und hier auf der Verpackung stehen auch einige Hinweise, wie man dann diesen Bergkristallstein anwenden kann. So wie es hier steht, immer von der Mitte des Gesichtes immer nach außen ziehen. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert, ob es tatsächlich gut tut und ja, mal ausprobieren. Und was noch drin ist, ist ein Aufbewahrungsbeutel. Total süß. In rosa. Was ist denn da noch dran? Pappe. Das kann weg. Sehr, sehr praktisch. Ein neues Make-up musste her. Ich liebe ja das Make-up von M. Asam Magic Finish. Das ist mir ausgegangen. Und ich habe jetzt mal geschaut, gibt es vielleicht Alternativen dafür? Einfach mal, um zu vergleichen, um das auszutesten. Und ich habe hier was gefunden von L'Oreal. Das ist ein straffender Make-up-Balm. Das kommt so in einem Glasziegel. Und ich habe das mal in DM ausprobiert mit dem Tester. Ich hoffe, die Farbe ist auch richtig. Das ist nämlich die heiße Farbe. Es gibt drei Farben. Das ist die Farbe Fair und das ist Age Perfect, also aus der Age Perfect Reihe. Mal gucken, ich werde das jetzt mal öffnen. Was soll es tun? Es verfeinert, gleicht aus, glättet und strafft die Haut mit der Zeit. Das heißt also, bei regelmäßiger Anwendung soll es die Haut straffen, weil da eben auch Kollagen drin ist. Da gehe ich mal eben rein. Oh ja, das ist sehr, sehr, sehr leicht. Serumlastig oder serumartig. Und die Deckkraft, das stand extra nochmal dabei, die ist leicht. Also ich denke mal so für den Alltag, um die Farben, vielleicht Rötungen so ein bisschen auszugleichen. Mal gucken, darüber wird es wahrscheinlich auch eine ausführliche Review geben. Das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.